Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Diarela, ich grüße dich. Du hast deinen eigenen Betrieb. Und du fühlst dich manchmal überfordert. Die Frage ist, kannst du das alles bewältigen? Was kannst du verbessern? Und das klären wir bei diesem Orakel. Was ist dein Wunsch? Das zeigt hier dieses Bild. Im Hintergrund ist alles so grau. Und dieser Grau symbolisiert manchmal den grauen Alltag, aber auch die Ängste. Das ist dein Wunsch bezüglich auf deine berufliche Situation, dass du diese Unsicherheit und diese Angst loslassen kannst. Und damit würde ich beginnen, auf die Gefühle achten. Weil die Gefühle beeinflussen dein ganzes Energiefeld. Und das strahlt auch was aus und das, was du ausstrahlst, das ziehst du auch an. Das sind Gesetze, das sind kosmische Gesetze. Also Angstbefreiung, das wäre die erste. Was sagt deine Intuition? Dieser Rat symbolisiert die Schicksalsrat und du hast das selbst in Hand. Wenn du intuitiv handelst, dann bist du im Einklang mit deiner Seele, mit deinem Seelenplan. Und das befreit auch. Dann hast du das Vertrauen an dir selbst, an deine Zukunft und auch das Gottesvertrauen. Wie kannst du diese Rad lenken, wenn du eine Vorstellung hast? Eine Vorstellung davon, was du erreichen möchtest. Aber auch Übungen machen und es genügt täglich 5 Minuten, 5 Minuten zurückziehen, zur Ruhe kommen, das Vorstellen, der ideale Zustand. Diese 5 Minuten ist wertvoll, weil das ist die Konzentration und du lenkst da Energie und die Energie manifestiert sich. Und wenn du das vertrauen kannst, wenn du daran glaubst, dann passiert das auch. Was wäre der richtige Weg? Eine Veränderung. Eine Veränderung wäre nicht günstig im Moment. Dieses Bild zeigt die Ungewissheit. Und dieser Narr auf diesem Bild symbolisiert das auch. Du kannst das nicht einschätzen, was kommt dann als nächstes? Bist du immer noch in Sicherheit auf einem sicheren Boden? Kann sein, das ist alles ungewiss. Oder stürzt du nach unten? Und wenn das so wäre, dann könntest du später dann sagen, oh, war ich vielleicht ein Narr. Also momentan bleiben in diesem Betrieb und das führen nach wie vor und du lenkst das alles und ein Neuanfang, eine neue Richtung wäre im Gegenwart nicht klug. Was kannst du erreichen? Das zeigt die goldenen Taler, die Finanzen, die Wohlstand, aber auch die Sicherheit und Stabilität. Was sollst du loslassen, verändern? Das zeigt hier dieses Bild, alle rechtfertigen, wenn du denkst, du musst das klären und hier rechtfertigen und dort. Das ist nicht gut, weil das kostet Zeit und Energie. Du machst so, wie du das richtig findest. Und jeder macht Fehler und wir sollen auch zu unserem Fehler stehen. Nächstes Mal wird es auch besser. Kein Problem. Wie stehst du jetzt zu dieser Arbeit? Das zeigt hier dieses Bild. Du hast Erfolg und das kannst du auch jubeln. Und du hast auch die Kraft
und auch die Begeisterung. Wie sehen dich andere in diesem Betrieb, dass du vieles in Bewegung setzen kannst? Die meinen vielleicht, dass du noch die Orientierung brauchst oder Entscheidungen musst du treffen, schwarz oder weiß. Also das symbolisiert diese beiden Pferden, die Richtung. Das kann sein, aber dass du vieles bewegen kannst. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Ja, auf jeden Fall gibt dir auch die Sicherheit, Stabilität. Aber manchmal ist es zu viel. Bist du auch sehr fleißig? Was sollst du verbessern? Das zeigt hier dieses Bild. Und das drückt vieles aus. Dieser Mann hier im Vordergrund sitzt da ganz klein und lebt die Mangel. Und wenn dieser Mangel da ist, entsteht auch Angst, existenzielle Ängste. Raus aus diesen Gefühlen Angst. Lass auch nicht zu, dass jemand dich so klein halten will oder fühl dich auch nicht zu klein. Und eins sollst du wahrnehmen, was auch da ist. Du musst die Blickwinkel ändern. Hier ist eine Tür und diese Tür kannst du öffnen. Und das ist hier Ordnung. Hier herrscht Ordnung. Und nicht nur Ordnung, sondern auch die Münzen. Und die Münzen symbolisieren das Geld, den Wohlstand, aber auch deine Werte. Du bist es wert, weil du wertvoll bist. Und du hast die Möglichkeit, hier aufstehen und mit einer aufrechten Haltung diese Tür öffnen und sagen, hier ist Ordnung. Bei mir ist alles in Ordnung. Welche Richtung sollst du orientieren? Das zeigt dir dieser Herrscher. Das sollst du verinnerlichen. Du bist hier die Herrscherin. Aber das ist eine männliche Person, also männliche Energie. Und das ist weniger gefühlsvoll, mehr das Sachliche, dieses sachlichen Verhalten. Und dann beherrschst du das auch. Deine Zukunft kommt etwas auf dich zu. Und das hat mit diesem Kelchen was zu tun. Und das entspricht deinen Gefühlen. Das kann bedeuten, dass dir etwas noch begeistert, weil du ein schönes Hobby hast und bist mit Herz und Seele dabei. Und das ist deinen Gefühlen, entspricht deinen Gefühlen, dass du noch nebenbei was für dich machst, weil das liebst du. Bedeutet aber auch die Kelchen, die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft, dass das auch noch kommt in dein Leben. Und dadurch ändert sich auch etwas noch dieses Jahr. Liebe Diarela, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.